Hallo, ich bin's wieder mal, die Laura. Und wir haben heute Freitag, was ich sehr schön finde. Wie viel waren wir jetzt da? Scheiße, mein Gott, die Zeit geht um wie nichts da. Egal. Also, ich muss mich auch entschuldigen. Montag war ja nichts, ne? Scheiße. Ehrlich blöd, hier muss man wieder ein bisschen mehr Disziplin rein, also besonders bei mir. Aber ich habe natürlich wieder eine Entschuldigung vorzubringen, und zwar, lasst mich mal überlegen. Nee. Also, ich musste erstmal hier meine Wohnung einrichten. Ich musste erstmal wieder in die Zeitumstellung reinkommen, nachdem ich ja in Mexiko gewesen bin. Dann bin ich auf Jobsuche, habe jetzt auch am Dienstag ein Vorstellungsgespräch. Und ja, irgendwie, ich muss einfach hier erst noch mal ein bisschen Alltag kriegen und so, und dann läuft das auch alles wieder ganz gut, würde ich mal sagen, hoffen. Ja, gut, also ich mache einfach mal weiter. Unser Thema heute, Girls, Girls, Girls. Das Thema natürlich. Also ich habe im Gegensatz zu Cassandra ganz exakte Vorstellungen, wie, sieht man mich überhaupt? Ja genau, wie die Herzensallerliebste sein sollte, vom Äußerlichen her. Und zwar, blond auf jeden Fall, kürzere Haare, also nicht ganz kurz, aber naja, das kann unterschiedlich sein. Eigentlich so die Frisur, wie es gesagt war. Ja, genau. Dann, groß muss es sein, also, naja, so groß auch wieder nicht. Moment, meine exakten Vorstellungen. Mein Gott, sie muss genau 1,72 groß sein. Sie muss sportlich sein, aber nicht zu durchtrainiert. Dann die Maße, auf jeden Fall 90-60-90, so wie sich das gehört, oder war es 60-90-60? Ne, 90-60-90 ist ja die Taille, genau. Dann machst du mir auch mal schön andersrum. Hatte ich auch nichts dagegen. Dann, Schuhgröße 38. Ganz wichtig. Ja, das habt ihr sicher schon gemerkt. Ha, die will uns verarschen. Richtig, wollte ich. Ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Cassandra hat ja angefangen, und ich finde das eigentlich ganz gut, da kann man mal ein bisschen auf Sachen eingehen. Wir sollten mal tauschen. Gut. So, Cassandra hat angefangen ja mit Lady Gaga. Also mit Prominenten, meine ich. Und da hat sie gesagt, Lady Gaga würde ihr sehr gefallen. So ihr Frauentyp. Und da muss ich sagen, das ist exakt nicht meine Vorstellung, aber nein, ich find Lady Gaga toll, sie ist eine tolle Persönlichkeit, die Lieder machen Spaß, ich habe schon Tränen gelacht und Schweißperlen auf der Stirn getanzt in Diskotheken und Pokerface und Get Gonna Reach My Telephone und bla und dies und jenes, finde ich sehr, sehr gut, aber sie als Person, also ich kenne sie ja nicht, aber einfach so vom Äußeren her, weil ich meine, wer ist Lady Gaga? Sie verkleidet sich ja nur als ein kleines Monster, wie sie ja selber sagt, My Little Monsters. Aber ja, das ist es irgendwie so, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wer sie ist und deswegen, ja. Paris Hilton, genau das gleiche, eine sehr kaltblütige Frau, die dann aber trotzdem immer wieder mein Herz zeigt. Tränen und dann tut sie einem wieder mal ein bisschen leid und dann hasst man sie wieder und sie ist ein It-Girl, genauso wie ich Lady Gaga als It-Girl beschreiben würde. Ja, da ist nicht so viel. Ich weiß nicht, wie ich die einstufen kann. Ich meine, okay, ich weiß sowieso nicht, wie ich jemanden einstufen kann, wenn ich jemanden noch nie kennengelernt habe, aber einfach so vom, wie sie das rüberbringen, komische Persönlichkeiten, finde ich. So, nun kommen wir zu meinen Stars. Ich finde toll, die Sandra Bullock.
Die finde ich einfach von der Persönlichkeit her sehr toll, ihre Ausstrahlung. Die hat irgendwie sowas, was mir auch gefällt, wenn jemand bodenständig ist. Kimchi hat auch sowas Bodenständiges irgendwie. Eine ordentliche Portion Humor, so wie ich mir das so aufgefallen ist. Und Julia Roberts spielt super, finde ich. Hat ein sehr schönes Lächeln, ein sehr schönes Lachen. Und dann haben wir noch Scarlett Johansson, die tanzt hier ein bisschen aus der Reihe, aber sie ist sehr sinnlich, wenn ich das so sagen darf, finde ich. Eine sehr sinnliche Frau. Warum? Ja gut, ich meine die Lippen, die sind ja fast nicht übersehbar. Auch der Körper, weil es ist ein Körper, ja, sie ist nicht zu perfekt schlank. Naja, eigentlich ist es schon, aber naja, ich finde einfach, sie sieht sehr gut aus. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ihre Stimme, sie hat eher eine tiefere Stimme, das finde ich eigentlich auch noch sehr attraktiv. Ja, dann kann man eigentlich gleich von den Prominenten nämlich über zu den Sachen gehen, die mich sonst auch so ansprechen. So, ich habe mich schnell umgezogen, wie ihr sehen könnt. Doch. Nein, es ist heute ein anderer Tag. Ich habe gemerkt, dass die Kamera sich von selber abgestellt hat und deswegen ja, in zwei Teilen. Ich will irgendwie alles nicht so recht. Diese Woche. Ja, ich würde mal sagen, ich mache mal weiter und zwar eben, kommen wir mal zu meinem persönlichen Geschmack, was Frauen angeht. Ich fange mal an. Ich habe mir da eine kleine Liste gemacht. Ja, von der Größe her ist mir das eigentlich egal, nur nicht zu groß. Eigentlich so groß wie ich oder kleiner. Aber gut, wenn du so 5 cm größer ist als ich, kein Problem. Dann gepflegt, das ist mir ziemlich wichtig, weil, naja, man möchte sich ja lieben. Und, naja, ist einfach schön zum Angucken, wenn jemand schön einfach gepflegt ist. Ja, hübsch muss es sein. Dann, naja, irgendwas Markantes finde ich immer ganz anziehend. Also, das heißt, ich weiß auch nicht, wenn sie jetzt einen besonders starken Lippenstift hat oder ja, volle Lippen oder irgendwie einen speziellen Dialekt oder einen Akzent hat, den ich schön finde. Dann ja, einfach so die ganze Art, wie sie halt so ist. So, ja, ich mag das, wenn, ja, wie soll ich das sagen? Ja, lebensfroh und erfrischend ist und auch spannend ist, dass man mit ihr über Gott und die Welt reden kann. Ja, und irgendwie auch ein gewisses Selbstbewusstsein finde ich auf jeden Fall sehr sexy, weil, naja, das macht die ganze Ausstrahlung irgendwie. Und man kann, wenn jemand selbstbewusst ist, kann man auch mit jemandem über alles reden. Finde ich. Keine Tabus. Ja, und dann habe ich noch, was habe ich denn noch Schönes? Achso, ja, wenn jemand ein Instrument spielen kann, finde ich auch ganz toll. Ja. Aber eben, wir reden ja eigentlich, was gefällt uns an Frauen spezifisch. Also auch der Körper. Und da habe ich mir dann auch nochmal was überlegt. Achso, was noch ist Kleidungsstil? Ist mir scheißegal, was für Marken oder keine Marken oder von Öko oder Hanfmode oder was auch immer. Hauptsache, man hat einfach irgendwie seinen eigenen Stil. Und ja, man hat seinen eigenen Stil gefunden oder man, ja, eben. Das finde ich einfach wichtig. Egal wie was. Ja, eben. Also jetzt kommen wir zum Körper. Sanfte Haut finde ich ganz toll.
Dann sanfte Lippen sind natürlich auch sehr wichtig. Weil küssen tue ich eigentlich ziemlich gerne, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Ja, und ich mag, wenn eine Frau schöne Rundungen hat. Also ich mag lieber, ja, einfach so, wo man auch ein bisschen was anfassen kann. Ja, gefällt mir. Dann die Augen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sagen ja viele so, oh, ich gucke als erstes auf die Augen. Nun kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen, wenn jemand schöne Augen hat, dann fällt mir das natürlich auf. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so kleine Augen habe und dass ich deswegen da nicht so drauf achte, ich habe keine Ahnung. Aber eben, dass es mir, ja, es muss einfach zum Gesamtbild so passen. Aufgeweckt, aufmerksame Augen, ja, sowas halt, ne? Aber ob sie jetzt blau, grün, braun oder weiß sonst was sind, ist mir ziemlich egal. Süße Füße finde ich ganz süß oder ganz nett. Das heißt, ich mag lieber so ein bisschen Patschfüßchen oder naja, entweder so oder ja, von schönen Fuß, schönen gepflegten Fuß. Finde ich schön. Dann, ja, einen schönen Bauch finde ich auch ganz nett. Weil, ja, den schönen Bauch und auch einen schönen Bauchnabel. Also für mich ist ein schöner Bauchnabel, wenn er nach innen ist und nicht nach außen. Und eigentlich ist es normalerweise, ganz viele finden das immer umgekehrt, aber eben Geschmäcker sind unterschiedlich, machen lieber nach innen. Dann finde ich auch Tattoos sehr interessant. Naja, wenn man dann plötzlich welche entdeckt beim Liebesspiel, ist das doch immer ganz interessant. Dann ist natürlich auch noch wichtig der Geruch, aber das geht dann auch so ein bisschen in Pflege, aber man ist jemanden angenehm, man verliebt sich auch ein bisschen in den Geruch von der Frau und ja, wird auch fast ein bisschen danach süchtig. Ja. Das ist das eigentlich, was ich noch dazu zu sagen habe und ja, ich würde mal sagen, auf ein neues, auf eine gute Woche. Okay, also bis zum nächsten Mal, ne? Macht. Ach so, ja, was ich auch noch sagen wollte, zu, weil Cassandra hat ja die Nosy Rosies da, ja, was über die gesagt. Also erstmal herzlichen Dank für die netten Komplimente. Kann ich nur zurückgeben. Cassandra, eine sehr angenehme Person, sehr, ich glaube, sehr lieb, sehr, sehr verständnisvoll, extrem verständnisvoll, geduldig, würde ich auch mal sagen. Und ja, eine Frau, die weiß, was sie will und mit der man sicher auch eine Menge Spaß haben kann. Also ich freue mich auch schon riesig auf unser Treffen und ich hoffe mal, wir gehen dann mal richtig feiern. Das macht nämlich Spaß. Okay, ja, das war's aber schon. Ne? Okay, bis dann. Also macht das gut und tschüss.